Ja, einmal mehr herzlich willkommen zurück hier aus dem Kellerstudio live aus dem Erlacherhof am Berner Digitaltag. Wir sind jetzt mitten im Nachmittag inne und haben jetzt das Thema KI, und zwar KI-Trends für mehr Innovation. Ihr wisst ja, ich habe schon mal gesagt, ich bin sehr Fan vom Thema künstliche Intelligenz. Ich schaue es einfach auch ein bisschen anders an, als die, die sich wirklich damit befassen. Mal schauen, wo wir jetzt stehen. Ich habe nämlich zu Gast Christoph König von iSolutions. Guten Tag, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Wir kennen uns schon, wir haben schon vor einem Jahr das Vergnügen gehabt. Und ja, dann ist natürlich Wunder, hat sich seitdem etwas geändert? Ist seitdem etwas mehr da, als wir dann schon besprochen haben? Ja, Christoph, künstliche Intelligenz verändert die Welt von morgen. Das haben wir schon vor einem Jahr gesagt. Und ich hatte ja gefragt, ist das mit einer gewissen Vorsicht auch zu genießen? Weil es gibt ja diverse Leute, die das nicht nur mit Freude betrachten, sondern auch gewisse Skepsis haben. Ja, also die Skepsis ist mal grundsätzlich angebracht. Es gibt ganz viele kritische Bereiche im Bereich der KI. Das ist zum Beispiel, was hoch diskutiert wird, gerade bei den Vereinten Nationen, ist zum Beispiel militärische Anwendung. Selbstfahrende Panzer, die auch selbst schießen und selbst entscheiden, wann sie schießen. Das muss man sehr kritisch sehen, das muss reguliert werden. Und auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beinhalten ja unter anderem riesige Datenmengen zu durchforsten und zum Beispiel uns Menschen in Kategorien einzuteilen. Und die Frage ist, ich weiß nicht, ob das schon beantwortet ist juristisch, ich bin kein Jurist, aber ist das legal? Darf man das? Darf ich zum Beispiel als Versicherung Menschen mit meinen Daten in Kategorien mit Hilfe einer KI einteilen? Teilen und ihnen dann den höheren oder niedrigeren Preis geben. Ich denke, da gibt es sicherlich noch Bedarf, wo der Gesetzgeber eingreifen kann. Jetzt wird vielleicht am Ende oder anderen bewusst, das ist auch KI, da geht es um das Thema, das haben wir ja heute schon. Also wo wird KI in eigentlich unserem alltäglichen Leben bereits eingesetzt? Ja, ganz viel unsichtbar. Also die Beispiele sind die Stromversorgung, da spielt KI eine Rolle. Beim Banking sowieso, also unser aller Pensionskasse, ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, da spielt ganz, ganz viel KI mit rein, gerade was das Risikomanagement angeht. Aber jetzt auch neu, jetzt mal ein Beispiel aus Deutschland, das ist das ganze Thema selbstfahrende Autos. Ich glaube, da ist für die meisten irgendwie bewusst, da spielt KI mit eine Rolle. Aber das drängt jetzt wirklich in den Markt. Es gibt in München, ich habe vergessen, wie der Name heißt, vorhin hatte ich es noch, eine Firma, die drängt jetzt im nächsten Jahr auf den Markt mit selbstfahrenden Taxis. Also das kommt dann wirklich in der Realität an. Oder aber, womit ich gerade viel rumspiele, sind so KIs, die Sprache verstehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir sind ja hier in der Stadt Bern. Das ist eine Behörde, eine sehr wichtige Behörde. Und die ist mit Dokumenten in riesiger Menge konfrontiert. Und da gibt es Einsprüche, Widersprüche, Eingaben und Stellungnahmen. Und das muss alles jemand lesen. Und ich habe letztens mal ausprobiert, eine kleine KI zu nutzen, einen Service, der mir riesige Dokumente, 100 Seiten, auf einer A4-Seite inhaltlich zusammenfasst. Und wie angenehm und wie schön das ist für so einen Sachbearbeiter, wenn man damit mal arbeiten kann. Ich muss nicht die 100 Seiten lesen, sondern kann einfach die Zusammenfassung nehmen und der auch vertrauen ein Stück weit und dann entscheiden, das kommt zu dem Kollegen oder das geht gerade zurück. Also da spielt KI schon eine ganz, ganz große Rolle im Alltag. Was stehen wir denn im Moment punkto Forschung? Also was sind die nächsten Schritte, um in Zukunft erreichen und KI einsetzen? Also wo es jetzt ist ja KI ein Computersystem, per se unsichtbar. Es findet im Telefon statt, es verbessert übrigens unsere Fotos. Ja, wer so moderne Telefone hat, ich mache ein Foto, eine KI dahinter verbessert die automatisch. Aber was jetzt der nächste Schritt ist, ist, dass wir den Schritt in die Realität machen. Das bedeutet ganz klar, es gibt so führende KI-Forscher, die sagen, wir werden Roboter haben, den zeige ich einmal, wie etwas geht. Zum Beispiel das Zusammenbauen eines Gerätes oder das Zusammennähen zweier Stoffe und sage, schau mal, guck mal hier, so geht das. Und das Gerät schaut zu, der Roboter schaut zu und kann das dann wiederholen und nicht nur wiederholen, sondern auch verbessern und immer besser werden und immer schneller werden. Wie so eine Art kleiner Lehrling, den ich habe und dann jetzt nicht hochkomplexe, also eine Herzoperation wird er nicht machen, noch nicht, muss man sagen. Aber so Kleinigkeiten im Alltag, auch was so Industrie und Fertigung angeht, das ist der nächste Schritt, der sich jetzt am Horizont schon andeutet. Aber ich habe ja gleich schon recht nach mit Terminator, ja, den ich letztes Jahr gewünscht habe. Ja, der Terminator, der ist noch weit weg. Also es gibt, das habe ich nicht erfunden, es gibt ein schönes Beispiel. Die KIs, die wir momentan haben, sind auf dem Stand, ich sag mal, dressierter Tiere. Die sind sich weder bewusst, was sie tun, noch haben sie irgendwie ein Verständnis dafür, warum sie es tun, sondern es sind einfach trainierte kleine Gegenstände, Softwareelemente, die eine Sache können, Schach spielen. Ne? Aber sie können niemals Kinder betreuen oder
andere Dinge machen, Geschichten erzählen. Ja, aber trotzdem wird das mehr werden. Und die Schätzungen, wann so der Break-Even ist, wann wir den Terminator haben, eine gute Zahl von den Experten ist immer 20 Jahre. 20 Jahre ist nah dran, aber auch so weit weg, dass man für die Aussage nicht mehr haftbar gemacht werden kann. Aber ich persönlich gehe davon aus, also zu meinen Lebzeiten kommt der Terminator nicht. Trotzdem, du hast selber gesagt, es gibt die Entwicklung und KI lehrt dazu. Also ja. Inwiefern geht es vom Dazulehren nach irgendwann wie in ein eigenes Bewusstsein über? Kann das überhaupt sein? Also, dass sich eine KI schlussendlich eigene Gedanken zu etwas macht? Oder ist alles so komplex, wie es immer ist, trotzdem nur programmiert? Genau, das ist ja fast eine religiöse Frage. Ich kann das gar nicht beantworten. Es gibt ein hervorragendes Buch, Nick Bostrom, Superintelligenz. Wer das mal lesen möchte, findet da viele Antworten auf solche Fragen. Ich glaube, wo eine KI uns helfen wird in Zukunft, ist nicht, dass sie quasi der Menschersatz ist, sondern wo ich drauf schiele, ist, sie wird uns die nervige Arbeit abnehmen. Ja, wir alle kennen in unserem Beruf Sachen, die erledigt werden müssen. E-Mail schreiben, ein Telefonat machen, hier noch irgendwie eine Antwort geben. Ich habe das heute gehabt, es gibt für die Softwareentwickler so ein schönes Tool, das heißt GitHub Copilot. Das ist so eine, nennen wir es mal KI, die kann ein bisschen programmieren. Da kann ich einfach sagen, ich brauche jetzt das und das. Das schreibe ich als Text und es kommt Code raus, der mehr oder minder gut funktioniert. Und das kann ich zwar nicht benutzen, um große, komplexe Systeme zu bauen, aber es nimmt mir so die Nervarbeit ab. Und ich glaube, da kommen wir hin, auch in den Behörden und den Firmen, so dieses klassische, ach, wir müssen mal die Inventarlisten durchgehen und irgendwie für den Jahresabschluss müssen noch 25 Daten erhoben und ausgewertet werden. Steuererklärung, ja, dein Telefon liegt hier auf dem Tisch. Warum sagt mir mein Telefon eigentlich am Ende des Jahres nicht oder am Anfang des Jahres, Steuererklärung ist fällig. Übrigens, Christoph, bitte scan doch mal deinen Lohnausweis ein, bitte scan doch mal irgendwie schnell deinen Kontostand ein. Das lasse ich dann alles einfließen. Ich melde mich dann noch, wenn ich was brauche. Ja, also das sind so diese nervigen Dinge, das werden wir in den nächsten Jahren massiv erleben, wo uns KI das Leben leichter machen wird. Das nervige Abnehmen heißt ja quasi, unser Leben angenehmer und bequemer zu gestalten. Ja. Und da stelle ich wieder richtig Science Fiction, weil es gibt einen Film, wo es darum geht, dass schlussendlich draussen KIs alles erledigen und man daheim kann hocken und sich gar nicht mehr rühren muss. Also neigt der Mensch nicht dazu, quasi aus der Bequemlichkeit raus noch viel weniger zu machen. Ja, also ich glaube, wenn ich mal meine Lebzeit betrachte, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt schon mal 30 Jahre nach vorn zu denken, aber ich glaube nicht, dass wir KIs haben werden, die so stark sind, dass sie zum Beispiel uns hier als Gesprächspartner ersetzen und dem Zuschauer einen guten Informationsbeitrag liefern. Soweit werden wir nicht kommen. Aber es gibt sehr, sehr viele Tätigkeiten, die im Grunde niemand machen möchte. Ich habe auch das schöne Beispiel, jemand, der in einem Fast-Food-Restaurant arbeitet und Burger produziert. Da gibt es mittlerweile Roboter, die kann man da einsetzen und da muss man ehrlicherweise sagen, das sind Arbeiten, die niemand gern macht. Und die dadurch frei werdende Energie wird wahrscheinlich nicht dazu genutzt, dass man rumsitzt, das liegt nämlich nicht in der Natur des Menschen, sondern wir werden das für irgendetwas anderes einsetzen. Da zitiere ich immer einen der Google-Gründer, der immer so schön sagt, es gibt kein Limit an zu erledigenden Aufgaben und genau so ist es. Wir werden immer etwas haben, was sinnstiftend ist und was zu tun ist. Mir wird es vielleicht nicht gerne machen, die Arbeit, aber die Leute müssen es ja machen, weil es ist ihr Einkommen und sie haben keine Ausweichmöglichkeiten. Also besteht dort nicht die allbekannte Gefahr, Technik gegen Mensch auszutauschen? Ja, die Gefahr besteht. Das haben wir schon erlebt bei der Einführung der Webstühle. Ja, da gibt es eine Übergangszeit, ich sag mal eine Generation, die es trifft und dann für die wird es richtig hart. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, sich Gedanken darüber zu machen. Wir sind gerade übrigens diese Generation. Wie gestalten wir diesen Übergang sozialverträglich, ohne dass Menschen uns verloren gehen, abstürzen, wie man so schön sagt. Da gibt es ja tausend Ideen. Die berühmteste ist sicherlich das Bürgergeld, das man einführen wird. Aber ich persönlich glaube gar nicht so richtig daran, dass es kommen wird. Ich glaube, die Nervarbeit wird wegfallen, die Produktivität wird steigern und das werden in 10 Jahren, wenn wir Jobs haben, von denen wissen wir noch gar nicht, dass es sie mal geben wird. Und wir werden die Leute dort platzieren können, selbst wenn es jemand trifft, der, sage ich mal, nicht so wahnsinnig qualifiziert ist. Es wird andere Tätigkeiten geben. Wer heute keine Taxis mehr fahren kann, der kann morgen etwas anderes machen. Da wird sich etwas finden, denn die Schritte kommen langsam und nicht auf einen Schlag. Jetzt ist es ja auch so, dass Schachspielen mit der KI das eine ist oder eben nervige Arbeit, die sie abnimmt. Aber würde ich jetzt mein
Leben, weil es geht um meine Person an der KI anvertraue, indem ich in ein selbstfahrendes Taxi einsteige. Oder du hast vorhin gesagt, Herzoperation, ja. Noch nicht. Also da geht es auch um elementare Sachen, die ja ich selber könnte Schaden davon tragen, wenn etwas nicht klappt. Hat man das Vertrauen? Das Vertrauen werden wir zwei, dafür sind wir zu alt, bin jetzt auch schon etwas älter als 20, vielleicht in unserem Leben nicht mehr gewinnen können. Aber die jungen Leute, die jetzt da sind, die jetzt vielleicht gerade 12, 13, 14 sind, die jetzt in den Genuss zum Beispiel von selbstfahrenden Bussen oder Taxis kommen in den nächsten Jahren, für die wird das ein Stück weit Normalität. Die werden das nicht so sehr hinterfragen wie wir. Die werden eher nur auf uns zurückschauen. Was, ihr musstet noch selber lenken? Konntet während der Fahrt nicht Fernsehen schauen oder irgendwas? Ich glaube, für die Generation, die es nochmal anders erlebt hat, wird es schwierig. Aber auch wir haben heute schon so viele Momente, wo wir uns, ich sag mal, Systemen anvertrauen. Ich sag mal, Flugreise zum Beispiel. Jedes Flugzeug, also das ist den meisten Passagieren, glaube ich, nicht bewusst. Der Pilot hat am Ende des Tages gar nicht mehr so viel zu tun. Die Maschine fliegt mehrheitlich selbstständig. Der Pilot hat so ein paar Sachen, die er immer abchecken muss. Aber da haben wir uns vollständig einer Maschine anvertraut, ohne dass wir es wissen. Bei der SBB zum Beispiel auch Kollisionswarnsysteme. Ich persönlich habe das System noch nicht gesehen, aber die sind da, die existieren. Da vertrauen wir jeden Tag unser Leben einer Maschine an. Wir glauben immer noch, dass der Zugführer vorne dann alles selber die Hebel zieht. Das macht er auch. Aber in Wirklichkeit ist da ganz viel Maschine hinter. Es geht ja aber schon fast so ein bisschen in eine Dystopie, eine dystopische Geschichte unter anderem, wo, ich glaube, es kommt auch bei George Orwell 1984 vor, dass das Bild von irgendjemand hockt oben nachher und hat die Kontrolle, was passiert, und schlussendlich kommt man rein und merkt, da hockt gar niemand mehr. Es ist eine Maschine, was bedient, und das ist einem gar nicht bewusst. Ja. Die Gefahr besteht ja. Ja, oh, dass man sich so darauf verlässt, dass man plötzlich vergisst eben, oder gar nicht weiß, dass eigentlich eine Maschine dahinter ist. Ja, und das ist das, was ich meine. Die Politik und die Gesellschaft muss auf diese Fragen Antworten finden. Zum Beispiel, ich bekomme eine Online-Beratung, um meine Altersvorsorge zu verbessern. Da wäre es doch schön, wenn ich darauf hingewiesen werde. Diese Online-Beratung übrigens, das ist ja so ein Bot, der macht das ganz selbstständig. Na, also das wird man nur erreichen, wenn es gewisse Regularien gibt, dass wir auch darauf hingewiesen werden. Und da denke ich, ja, da müssen alle Gesellschaften eine Antwort darauf finden. Die Fragestellungen kommen jetzt erst. Und die Bürger werden dann schon irgendwann fragen, wenn ich beim Arzt anrufe, sind Sie eigentlich ein Mensch oder spreche ich gerade? Die Frage wird kommen zu unseren Lebenszeiten. Also, es gibt Systeme, die Sprache so gut erkennen können und auch antworten können, dass man in kurzen Sätzen manchmal gar nicht mehr merkt, dass man mit einer Maschine spricht. Und da finde ich schon, da wird es so einen Ausweis wahrscheinlich geben, hier steht ein Mensch hinter, da gibt es eine Maschine, dass man eben nicht dieses Überraschungsmoment, dieses Negative hat. Du hast vorhin von der jüngeren Generation gehabt. Inwiefern ist es für Sie selbstverständlich, weil Sie in diesem digitalen Zeitalter sind aufgewachsen? Also ist es nur bei denen möglich oder haben Sie einfach das beste Verständnis dafür? Ja, ist, glaube ich, beides. Sie haben ein sehr, sehr gutes Verständnis und zeitgleich keine Berührungsängste. Sie haben die Vorteile erlebt. Und wir können, was wir, sage ich mal, als Eltern, ich bin auch Vater zweier Kinder, bieten können, das, sage ich mal, auch der kritische Blick da drauf. Das ist nicht nur gut, was da passiert. Es ist nicht nur gut, was da mit deinen Daten geschieht und dieses ganze Auswerten unserer Bewegungen und Finanztransaktionen und so weiter. Das ist nicht nur angenehm. Und aus dieser Mischung heraus, das ist so meine feste Überzeugung, wird die Gesellschaft eine ziemlich gute Antwort finden, um mit diesen Dingen umzugehen. Zum Beispiel auch im Medizinischen, machen wir uns nichts vor, in den nächsten Jahren werden wir immer mehr Ärzte in OPs stehen sehen mit Virtual Reality Brillen, wo der Computer guidet, hier musst du schneiden, da darfst du auf keinen Fall, etc. etc. Und das wird Normalität werden, nur in der Situation bin ich als Patient meist betäubt und merke es nicht. Das glaube ich dir sofort. Also beides, dass es Realität wird werden und das nicht davon wirst merken. Wo gehen wir her? Gibt es irgendwo eine Schwelle oder eine Bremse? Du musst sagen, falsche Richtung oder hier noch nicht schnell voran? Also die Schwelle, die Richtung, in die wir stoßen, ist ganz klar Bürokratieabbau, Papierabbau, kleine nervige Aufgaben. Ich habe dir doch eine E-Mail geschrieben, ob du dann Zeit hast, kannst du mir nicht mal antworten. Das ist die Richtung, in die wir aktuell gehen. Und was so am Horizont sich andeutet, sind so die komplexen Sachen, wie zum Beispiel mal, dass eine KI mir selbstständig meine Steuererklärung macht oder meinem Arzt hilft, den optimalen Behandlungsplan für mich zu finden. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher ist leider die Zeit, die jetzt gerade am Ablauf ist. Christoph König, wie immer das Vergnügen war. Die Zeit ist auch hier wie im Flug. Merci vielmals für Ihnen zu schauen, meine Damen und Herren. Näher sind wir wieder zurück zum Thema nachhaltige Mobilität der Zukunft mit einer breiten Palette an Gästen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis später.